Hallo bei Creatures. Ja, ihr hört's da, wie Pflanzen groß werden. Den tut's das auch. Das sind die Geräusche, die jedes Mal bei der Wachstumsstufe kommen. Ja, derzeit sind die Turnips dran. Ja, und keine Sorge, das ist nicht mein Garten. Ich habe nur gerade ein paar Teleporter ausprobiert. Und ich bin da in einen ganz harmlosen Teleporter reingegangen. Ich zeige euch das dann gleich. Das nennt Xar seine kleine Farm. Aha. Nett, ja. Ganz nett, ja. Ja, nett. Nett. Ja, dann bin ich zuerst über die drüber gestoßen, da hat er eine Menge Prozessoren. Da schneidet er wohl seine. Ah, der ist leer. Ah, da hat er. Aha. Salatköpfe. Die Turnipsamen. Aha. Also ihr seht, unser Xar ist da voll fleißig. Nett, ja. Was man halt so braucht, so ein paar Pflänzchen. Ja, wo bin ich daher gekommen? Genau durch diesen Teleporter. Da habe ich mir noch nichts Böses mehr gedacht. Ich meine, es hat mich ja schon. Ja, jetzt landen wir gleich in der Xars Behausung. Xars niedliche kleine Behausung. Also ich sehe jetzt, da ist ein bisschen Holz und das war es auch schon wieder. Ja, es gibt wohl so Regale, die kann ich selber noch nicht bauen. Und auf die kann man diverse Sachen ausstellen. Und da seht ihr zum Beispiel, was man so alles kochen kann. Da unser Xar ja unser Großkoch ist, seht ihr mal, was er schon alles gekocht hat. Schaut doch nett aus. Ja, es gibt auch Ständer für Waffen. Da kann man seine Waffen ausstellen. Ihr seht, da passen drei Dinge rein. Ja, die Rüstung hat er was Eigenes. Ihr seht, er hat auch schon Luminitrüstung. Waffen, Bomben, oh je, den sollte es in Sicherheit bringen, gesagt. Ausrüstung, eine Arctic Chest ohne Beschriftung und so weiter und so fort. Das heißt, da hat er wohl die Sachen, die man recht häufig braucht. Ja, Prozessoren, Krümpel, ah, das ist so ein Wallshelf, aber ich nehme das jetzt absichtlich nicht. Ich will es nicht lernen, so, ich kann nur schauen, okay, die kenne ich schon. Ob es da noch irgendwas gibt, was ich gerne lernen würde? Nee, da nicht. Was haben wir da drüben? Auch noch mehr Zeug. Sachen, die er halt einfach fürs Craften braucht. Ja, er hat einen schönen Obsidianflur, so ähnlich wie ich in meinem Haus. Ah, Brennmaterial direkt vor den... ist auch gut. Er hat es auch schön gemacht, immer mit diesem Holz dazwischen. Das ist dieses hohle Holz, das prüft gut. Da vorne hat er dann ein paar Fenster. Und da habe ich gemerkt, okay, er muss im Sumpf sein. Also, ja, da hat er Sumpfwasser direkt vor der Haustüre. Er hat sich da wohl an einen Baum gebaut. Ja, und irgendwann habe ich mir dann gedacht, wo geht's eigentlich beim raus? Ja, den Obsidianflur hat er übrigens gedreht. Also das ist beides Obsidianflor. Aber ihr wisst ja, man kann das Zeug drehen. Und da hat ihm das nicht gefallen und er meinte, er dreht einfach mal den Boden. Da würde ich sagen, geht's bei ihm ganz schön tief nach unten. Sollte man vielleicht langsamer gehen. Wir sind mittlerweile in der Lava-Region. Oh, und da sind wir in der Korrupten. Ja, also wir sehen, Xar hat sich auch da unten schon ausgetobt, nennen wir es mal so. Oh. Ja, da kommen wir auch noch hin. Da kommen wir auch noch hin. So. Dann rennen wir mal wieder hoch, das ist ja lang genug der Weg. Ja, und da gibt es den Ausgang mit Schweinchen davor. Was heißt eines? Das sind ja zwei Schweinchen.
Das Vergiftetsein ist das Grauslichste bei den Schwänchen. Ja, und keine Heilquelle da, oder wie? Ja, echt, da könntest du schon noch was tun. Ist eigentlich da dazwischen? Hat er da irgendwas gemacht? Oh, lol. Ah, da drüben gibt es eine Türe. Moment. Sah, du bist absolut irre. Irgendwo da muss eine Türe sein, da. Zwei goldene Viecher. Fünf. Und drei Dinger. Oh Mann. Ja, Xar spielt eigentlich genauso lange. Nein, was heißt genauso lange? Spielt dann da kürzer als wir auf dem Server? Geht noch voll, oder? Also, der ist da voll weit hinterher. Und ich muss da, glaube ich, jetzt weg. Ja, Tisha hat auch schon nett gebaut. Er hat da auch einen Ofen gebaut. Zu den Rezepten kommen wir dann später. Oh, ob ich mir ein bisschen Sumpfwasser klauen darf? Ich nehme mal wenigstens eine mit. Ah, ich war so böse, ja. Und da bin ich aber auch so böse. Ich nehme mal. Eins reicht. Eigentlich wollte ich ja mein unnötiges Zeug loswerden und dann bin ich halt irgendwie auf die Idee gekommen. Ich gehe mal durch einen anderen Teleporter. Ja, nette Behausung sah. So, da geht's zu seiner Farm, da geht's wieder zu unserem Pseudo-Bahnhof. Das ist ja kein richtiger Bahnhof. Es ist ja eigentlich ja nur eine Ansammlung von Teleportern, damit wir hin und her können zu uns. Ja, und wenn wir jetzt schon da waren, dann nehmen wir uns noch einen Teleporter vor. So. Also früher sind ja alle da drüben gestanden. Xar hat die dann etwas sortiert. Ach ja. Schauen wir mal. Lassen wir uns noch einmal überraschen, was da jetzt kommt. Mich kann ja eigentlich jetzt nichts mehr schrecken, nachdem ich das von Xar gesehen habe. Behaupte ich einmal. Also, lass mich auf dem Gegenteil überzeugen. Oh Mann. Ja. Oh. Okay, wir sind unterirdisch. Das wundert mich nicht bei Obi. Ich war auch schon einmal da. Ich gebe es ja zu. Ich glaube, da habe ich mir irgendwelche Samen abholen sollen. Die hat er nicht da irgendwo versteckt. Ach, da sind sie, genau. Ja, und sein Kochstelle. Und da hat er normales Wasser, aber schönes Becken. Da schweben Kisten. Ah, für diverses Zeugs. Da haben wir ein Loch mit. Mit diesen Springblöcken. Aber irgendwie ist man da früher höher gekupft, oder? Was haben wir da? Ah, ein Sumpfbecken. Wo ist der Eingang? Da. Buh, das ist aber ganz schön tief, dieses Sumpfbecken. Wo war der Ausgang? Ach, hier. Das müssen wir noch rausfinden. Das da dürfte seine Honigproduktion sein. Lol, das funktioniert auch. Okay, also man kann auch unterirdisch anbauen. Ja, gut, war in Minecraft ja auch so. Oh, das ist aber nett. Luminitisch, Luminitsessel, Diamant, Eisen, Obsidian, Stone und Holz. Ja, den Flower Pot wollte ich euch auch noch zeigen. Er hat auch schon diese Wallshelves. Und er hat da alle Betten. Bookshelves, die aber auch leer sind. Ein Regal, zwei Regale für seine Waffen. Und dann große Fenster zum Trennen der Abteilung. Aber die Tische schauen cool aus. Also, mein, der Sessel, da gefällt mir nicht. Gebe ich du. Also, den finde ich merkwürdig. Aber der Tisch, der hat was. Und der Tisch sowieso. Und da schaut auch der Sessel gut aus. Oh.
Wow, Diamant können wir uns in Massen besorgen. Ich saug das jetzt absichtlich nicht ein, weil ich möchte selber entdecken. Eisen, naja gut, okay. Eisensessel, nein, nein, muss nicht sein, da denkt man an zu viele andere Dinge. Obsidiansessel schaut auch gut aus. Allerdings ist meine Wohnung schon so blau, wenn ich dann Obsidian baue, wird nicht mehr so gut ausschauen. So, was haben wir denn da noch, Obi? Was hast du uns noch versteckt? Da gibt's noch was. Da hat er ein Schachbrettmuster am Boden. Aber das war's. Okay. Ja, da ist der Teleporter. Da geht's wahrscheinlich nach draußen. Oh, da geht's weiter. Ja, dann gehen wir da mal lang. Dann schauen wir mal, was da ist. Obis kleine Mine. Machen wir es zu. Hat sich dieses Mal echt angestrengt. Das ist richtig schön gebaut. Ich meine, ihr seht, es ist voll klein. Also es ist, ja, schön ausgebaut. Alles mit Treppen. Bin ja gespannt, ob ich da wieder rausfinde oder ob ich mich dann zurückteleportieren muss. Wahrscheinlich eher das Zurückteleportieren. Da hat er Kohle, das braucht er wohl gerade nicht. Da ist aber nichts ausgebaut. Da hat er, aha, noch hängen. Oh, ein schönes Kohlenfeld. Ja, Obi hat so die Angewohnheit, immer wieder so Gänge reinzukramen und zu schauen, was dort ist. So, dann gehen wir da wieder hoch. Und schauen weiter. So. Ich merke schon, ich bin eindeutig zu klein auf dieser Welt, wenn ich mir hier die Definition von klein so anschaue. Ach, weißt du was? Komm her. Nebenbei ist ja Obi gerade da. Also, der kann da auch irgendwo rumhüpfen. Oder er wird wahrscheinlich hier irgendwo rumhüpfen. Aber ich gehe mal. Da ist gerade irgendein Extraktor fertig geworden. Das heißt, er springt hier wirklich rum. Und wahrscheinlich ist er natürlich in seiner kleinen Mine. Ja, also die ist wirklich noch klein für Obi. Aber wenn ich mir die in ein, zwei Wochen anschaue, schaut die garantiert anders aus. Aber richtig schön Eingang, ne? Sieht doch ganz nett aus. So. Ja, Alai werde ich jetzt nicht besuchen, weil ich nicht weiß, ob er da schon was voraufgenommen hat. Willkommen zu Hause, okay. Das heißt, wir gehen hier wieder durch. Warten unseren Lieblingsladebildschirm ab. Na, 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 na. Nein. Nein, da müsste ich ihn vorwarnen. Das mache ich jetzt nicht. So. Diamantsee, den habe ich euch, glaube ich, auch noch nicht gezeigt. Sarah hat so einen kleinen Tersi gefunden. Und aus der kann man wunderbar Kohle oder Diamant herstellen. Das habe ich euch ja schon gezeigt. Ja, ich habe das im Kleinen gemacht und so schaut das aus. Und klar, das macht. Ich meine, da haben wir jetzt schon locker 200 Extraktoren da drinnen verbaut. Man sieht, da am Rand sich sogar ein bisschen Kohle. Diamant, 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 Diamant. Dunkelschwein. Kein Dunkelschwein mehr. Nachdem ich gerade wieder ein paar Extraktoren vorhin gebastelt habe, weil meine letzten 100 habe ich ja auch da reingekloppt, legen wir zumindest mal ein paar her. Da muss ich sagen, da haben sie eindeutig an der Performance geschraubt. Bevor ich die Pause gemacht habe, hätte ich jetzt schon Lags gehabt. Bei der Anzahl von laufenden Extraktoren. Funktioniert jetzt einwandfrei.
Und ihr seht, da drüben ist schon wieder ein Feld voller Extraktoren, die jetzt durchlaufen können. Nehmen kann sie sich, wer mag. Was haben wir da oben? Kohle, 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 die können wir auch abbauen. So, dann ist das zumindest da herüben schon wieder etwas kleiner. So, so viel zum Thema kleiner Diamantsee. Wobei ich glaube, da stand nicht einmal klein dabei. Ja, und ihr habt jetzt gesehen, was Xar und Obi so anstellen. Und gestern war ich wieder mal so ganz frustriert am Berger bauen. Berger bauen dauert ewig. Alleine. Und gestern habe ich gesagt, ich brauche zwei Landschaftsgärtner, beziehungsweise ich brauche Landschaftsgärtner, mag jemand. Schon waren Xar und Obi da. Und haben mir geholfen, meinen Berg abzubauen. Ah, was ihr hier hört, ist die Wachstumsstufe da draußen. Juhu, jetzt sind noch alle fertig. Sehr gut, dann können wir dann auch weitermachen. So, also Berg abbauen. Ja. Schaut mal zu. Da herüben schaut alles noch normal aus. Ich habe mittlerweile ein paar kleine Bäume gesetzt und hoffe drauf, dass da auch dann was wächst. Ja, und da drüben, da war eigentlich mal ein Berg. Ja, also das Ganze war ja eigentlich ein Berg. Dann habe ich gestern mit Kruja und Alai kurz Ark aufgenommen, komme dann wieder zurück. Und das war das Ergebnis. Also, dass das da hinten stehen bleiben soll, das habe ich ihm ja gesagt. Das habe ich zumindest zu Bill gekennzeichnet. Als ich dann zurückkam, habe ich das hier entdeckt. Berg? Fragezeichen? Ja, der ist futsch. Oh, hallo Miro. Danke, Miro. So, ja, und da war ein Berg und da drüben waren zwei Bäume beim Haus. Da habe ich auch gesagt, die können weg. Baum? Fragezeichen. Ja, auch der ist hokuspokus verschwunden. Das hier baue ich noch um. Das kommt hier wieder weg. Das möchte ich einfach nicht oberirdisch haben. Das kommt nach unten, der Teersee, beziehungsweise meine Teerexperimente. Da habe ich gerade Gras eingesteckt. Ja, aber wahrscheinlich zu wenig. Egal. Bauen wir mal wenigstens die 13. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, den Rest muss ich dann nachher halt umbauen. So, eilt ja nicht. Da oben haben wir noch eine Lampe. Ist die Lampe da für den Keller? Nein. Okay. Das heißt, die können wir dann auch versetzen. Beziehungsweise halt schöne Lampen bauen. Das brauchen wir dann auch nicht mehr. Das auch nicht. Wie gesagt, da habe ich eigene Bäume gesetzt, in der Hoffnung, dass sie dann wachsen. Das ist noch so ein eigens gesetzter Baum, der schon gewachsen ist. Teilweise habe ich schon abgebaut. So. So sehen die Pflanzen dann fertig aus. Moment, da müssen wir jetzt auch nochmal Licht machen. Habt ihr aber vorher eh schon mal gesagt, sehen. Ich erkenne es also an diesem Schimmer rundherum. Und daran, dass da noch steht Ripe, ja, genau. Können wir mal abbauen. Das habe ich jetzt natürlich ein paar Mal gemacht, während ihr nicht zugeschaut habt. Drum sind es da auch schon etwas mehr Felder jetzt. Ich habe da aufgestockt von 6 in einer Reihe auf 10 in einer Reihe. Da brauche ich noch eine Lampe. Aber die machen wir vielleicht doch nicht an die Hausmauer da, sondern hier. Genau, und wenn wir hier eine haben, in der gleichen Höhe, können wir sie hier auch noch machen. Dann haben wir zumindest ein bisschen Beleuchtung hier. Ich habe auch in der Küche ein bisschen umgebaut. Ich habe mir hier unten Chests hingelegt. Geräte heißt für mich eben zum Waschen der Dinos. Da wollte ich schon wieder Dinos sagen. Es sind keine Dinos. Da drinnen habe ich die fertigen Pflanzen. Da geben wir die jetzt eben mal dazu. Und da hier vorne, da habe ich die Samen. Werde ich natürlich jetzt wieder da draußen anbringen. Da machen wir das einmal frei und geben die Samen nach unten. Ist natürlich vorbereitet, wie gesagt.
Eins, zwei, drei, vier, fünf, sieben, acht, neun, zehn. So, der nächste. Wenn man zu nah dran steht, geht's nicht, weil er annimmt, dass man drauf steht. Das heißt, dann muss man halt immer ein Stückchen auf die Seite gehen. Wunderbar. So, dann können die mal wachsen. Die Samen geben wir mal kurz weg. Ich muss noch was machen. Ich muss da mal kurz was loswerden. Ich habe hier so diverses Kisten, da passt das Zeug wunderbar rein. Einfach mal alles, was ich jetzt momentan nicht brauchen werde. Weg damit. Okay, die Enne ist voll. Aber da ist noch Platz. Erledigt. Ja, und jetzt gehen wir dann weiter zum Kochen. Ich nehme jetzt nur, was man so normal hat. Gut. Die Eier hätte ich ja jetzt noch nicht, wenn ich Xa nicht hätte. So. Jetzt habe ich hier zwei Rezepte. Das eine ist ein Brot. Das habe ich schon ausprobiert. Ich gebe es zu. Ich habe es aber noch nicht abgeholt. Ja, wie funktioniert's? Ich kann hier das Zeug reinlegen. So wird es natürlich nicht gehen. Nein, ich wollte es nicht abholen. Also, ein Turnip ist mir zu teuer. Salat und als Liquid nehmen wir normales Wasser. Okay, das geht nicht. Geht Mineralwasser? Nee. Also gut, mit Salat will er nicht, logischerweise. Was gehört in ein Brot rein? Bingo. Craft. Ah, okay, das wird ein dunkles Brot. Das heißt, wir haben hier mal Brot. Das würde mir jetzt 100 Health bringen. So, was brauchen wir da? Da brauchen wir schon mehr. Das heißt, wir geben da mal. Ach so, da brauchen wir das Brot. Okay, was geben wir jetzt drauf? Salat. Und. Schauen wir es uns an. Sandwich. Jetzt möchte ich noch wissen, macht es einen Unterschied, wenn ich da mal Brot reingehe? Das hier? Das hier? Ah, da kommt Melonen-Sandwich raus. Und wenn ich das auswechsel ging. Ah, dann ist mir das Brot ausgegangen und ich muss zuerst wieder Brot machen. Machen wir da mal kurz mehr Brot. So. Gehen wir nochmal zum Brot. Brot mal rein. Wir haben jetzt normales und Melonenbrot. Gehen wir hier mal Salat und Melone rein. Die hatten wir noch nicht. Da wird auch Melonen-Sandwich draus. Wenn ich da einfach Turnip reingib, wird normales Sandwich draus. Zweimal Salat geht. Auch. Was wird da draus? Normales Sandwich, okay. Super. Ja. Was geben wir in die Suppe rein? Geben wir da Melonen? Ja, na gut. Was haben wir? Eine normale Suppe. Okay. Jetzt haben wir wieder mehr bekommen. Ah, und da brauchen wir dann schon Eier, okay. So, aber was ich jetzt noch ausprobieren wollte, wenn ich das da, ich meine, gut, ich habe jetzt zu wenig, das da und das da reingeben würde, könnte ich die korrupte Suppe machen. Okay. Ja, gut. Dann holen wir uns mal kurz die Eier. Wie man die kriegt, das zeige ich euch auch noch. So. So. Da zeigt er mir immer noch was Neues an. Ich habe jetzt hergestellt die normale Suppe. Kann man eine Teersuppe machen? Ich habe keine Ahnung. Probieren wir es mal. Tatsache, eine Teersuppe. Ich weiß zwar nicht, wer die essen soll.
Mit Heilwasser? Wholesome Soup. Cool. Geht es dann mit dem auch? Tatsache, mit dem auch, oder? Lol. Also gut, man kann aus allem Suppe machen. Der Pie. Oh Mann, Green. Gehen wir mal rein. Ah ja. Ja. Wird wahrscheinlich wieder zwei unterschiedliche Sachen geben. Und Tiere stehen immer so auf Melone. Melonenpie. Und mit Salat. Normalen Pie. Da auch einen normalen Pie. Das heißt, da kann man sich dann überlegen, was nimmt man. Machen wir es mal so. So, jetzt haben wir Pie hergestellt. Es geht wahrscheinlich wieder mit Heilwasser, mit korruptem Wasser. Der schmeckt bestimmt ganz gut. Und natürlich auch mit den unterschiedlichen Eiern. Ah, mit Teer geht's normal raus. Gut. Dann holen wir uns noch einen Wholesome Pie. Collect all. Gut. Was sagt er mir bei der Suppe, was ich noch nicht probiert habe? Ja, brauche ich die Vegetable, also die hier nicht. Das gibt eine korrupte Suppe. Okay. Gut, dann würde ich sagen, jetzt haben wir ein bisschen was hergestellt. Jetzt gehen wir mal da die Überreste von unseren Dingen rein. Die Eier auch, die werden wir nicht brauchen. So, das ganze Essen wollte ich ja gar nicht da jetzt drinnen haben. Und dann gehen wir mal eben da runter. Ich habe die vorhin alle geerntet, gewaschen, damit die jetzt wieder Hunger haben. Und jetzt schauen wir halt mal gezielt. Der mag eine Suppe. Damit kann ich dienen. Bitteschön. Wen wollen wir noch richtig füttern? Bei dir hätte ich es gerne. Ja, du willst eine korrupte Suppe. Die habe ich leider nicht. Wenn das mal vorher angezeigt hat, das ist doch eine normale Suppe geworden. Du magst ein Sandwich. Ja, Sandwich wäre das da. Mahlzeit. Wen können wir noch füttern? Wen füttern wir jetzt noch? Den Trock. Der Trock mag einen Pie. Den haben wir auch. Mahlzeit. Miru? Miru mag einen Gizzard Pot-Pie. Okay. Das heißt, da kann man noch andere Sachen rein tun. Da muss man auch. Okay. So, was magst du? Du magst Melonen, ja, habe ich gerade oben lassen. Was magst du? Du magst eine normale Suppe. Mahlzeit. Was magst denn du, Kleiner? Auch eine Melone. Du magst eine Schissert-Nudelsuppe. Was magst denn du? Du magst eine korrupte Suppe, habe ich nicht. Du magst ein Sandwich. Na, kriegst ein Sandwich. Mahlzeit. Was hättest du gern? Einen Melonenpie. Damit kann ich dienen. Wo ist denn der zweite? Da haben wir noch einen. Ah, okay. Das ist wieder mal das. Man hat zwei die gleichen Mobs. Aber die wollen unterschiedliches Zeug zum Essen. Du hättest auch keine Melone, habe ich nicht. Na gut, die roten habe ich sogar. Bitteschön. Du hättest gern ein Sandwich, Mahlzeit. Weil mir das jetzt zuständig ist, das so durchzuschauen, gehe ich es einfach mal so weiter. Den Pie kannst du haben. Der ist schon versorgt. Korrupte Suppe habe ich leider nicht. Ja, du hättest gerne ein Sandwich. Na gut, ich habe noch. Du hättest auch gerne ein Sandwich, Mahlzeit. Korrupte Suppe habe ich nicht. Du magst eine normale Suppe, von denen habe ich auch. Korrupte Suppe habe ich leider nicht. Salat habe ich oben lassen, habe ich oben lassen. Mag ich nicht füttern. Du magst eine Melonenpie. Also hätte eigentlich schon gehabt. Man sollte immer schauen, ob da ein Daumen hoch ist oder nicht. Einen normalen Pie habe ich jetzt nicht mehr.
Gut, auf der Seite habe ich nichts mehr. Dann schauen wir hier noch durch. Korrupte Suppe habe ich nicht, habe ich nicht. Der ist schon versorgt. Da müssen wir noch bei ein paar Sachen drauf kommen, wie das geht. Den da könnten wir noch füttern. Also ihr seht, die sind ganz schön wählerisch, die Viecher, und wollen alle was Unterschiedliches zum Essen. Ja, dann kann man warten, bis sie erntebereit sind. Das machen wir jetzt auch noch. Wir warten noch ein paar Minuten. Bringen wir mal das Zeug nach oben. Packen es in. Na, eigentlich in die Kiste. Ich glaube nur, die wird dann zu voll werden. Da seht ihr, dass die nächste Wachstumsstufe kommt. Es sind ein paar Wachstumsstufen. Hören tut man die immer so, wie es das gerade wird. Man kann es also eigentlich gar nicht überhören, wenn das Zeug wächst. Ach, ich tue das fertige Essen jetzt einfach mal da rein. So. Ja, dann müssen wir uns überlegen, wie können wir jetzt die diversen Sachen anbauen. Das wird aber in einer der nächsten Folgen erst kommen. Seid ihr schon fertig? Nein. Ja, dann würde ich sagen, starten wir da mit der nächsten Folge, dass wir uns anschauen, was bringt es, dass wir die jetzt gefüttert haben. Das heißt, bis dahin, tschüss, ciao und baba.